Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Wir werden gleich eine Fährüberfahrt machen und dann, ja, insgesamt haben wir noch 919 Kilometer auf der Uhr. Ich denke mal, dass das Navi da oben den Seeweg mit eingezeichnet hat. So. Am Start haben wir unseren Hubschrapp. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo ich eigentlich lang muss. Sehe ich auf dem Navi nicht, da auch nicht. Ich schätze aber mal, es geht rechts. Die warten alle geduldig, wunderbar. Ja, gestern haben wir einiges an Videos aufgenommen. Ich habe heute Morgen auch leichte Kopfschmerzen, muss ich sagen. Bin jetzt gerade dabei, dass ich nebenbei einen Kaffee schlürfe und hoffe, dass das dann im Laufe des Tages noch verschwindet, weil ich nachher noch einen Termin... Termin hört sich blöd an. Ich fahre zu meiner Süßen. Und genau. Da ist jemand, der möchte ein paar Rollstühle vorstellen, selbstfahrende, und die würde ich mir gerne mit angucken. Ja, so sieht das aus. Gut. Wir sind auf dem Weg, es ist strahlend schönes Wetter. Im realen Leben leider nicht, da ist es so grau wie immer. Das ist so, es ist richtig deprimierend, das Wetter. Am Montag darf ich dann zur amtsärztlichen Untersuchung dackeln vom Arbeitsamt. Bin gespannt, wie lange das dauert, was die da machen. Aber ja, schauen wir mal. Ein Problem, neuen Job zu finden, wird definitiv mein Alter sein. Das heißt, das, was ich mir vorgenommen habe, ob das so funktioniert, ich weiß es nicht. Würde gerne, ja, aber ja. Mein Berater hat mir schon gesagt, na, die nehmen eher junge Leute, und ne, wenn man da jetzt mit 54, fast 55, eigentlich kann man sagen 55 nur einsteigt, nämlich mit 57 mit dieser Ausbildung fertig. Und ja. Ach scheiße. Ich hätte nebenan durchfahren sollen, nicht dieses Blau-Gelb. Guck mal, ob man da... Ich habe immer so das Gefühl, auch wenn ich real unterwegs bin, wenn man so auf die Nordsee-Ostsee zufährt, als wenn man so dieses... das Meer am Horizont schon irgendwie sehen kann. Als wenn der Himmel dort etwas anders wäre, wenn man aus der Ferne schaut. Ein bisschen blauer oder keine Ahnung was. Ja, ich stehe jetzt auf der Kupplung und auf der Bremse, und da rollt er dann weg, wenn man nicht auf der, also wenn man nicht bremst. Warum er da jetzt? Ich hoffe, wir kommen mit durch im ersten Rutsch. Würde das gerne heute zu Ende bringen. Heute früh auch wieder bei Facebook neue Bilder aufgetaucht von SCS bezüglich der Städte Duisburg und Dortmund. Man fahr doch einfach. Was ist denn das hier für ein Gehampel? Und eine Klorolle von der Hutablage, dann kannst du auch schneller fahren. Meine Güte, nee. Kannst mich mal. War dunkelgelb.
nee. Musst du gucken, ob ich den richtigen Gang drin habe. So. Auf Richtung Hafen. Lenkungskamera. Ja, da kann man schon mal... Oh, ich bin ein zu früh abgebogen. Okay. Dann machen wir jetzt Folgendes. Da ist ein Kreisel. Das sollte eventuell trotzdem funktionieren. Mal schauen. Oder auch nicht. Ich würde ausnahmsweise mal mogeln. Normalerweise würden sich jetzt diese Schranken hier öffnen. Und wir könnten hier durch. So. Der Sprit ist alle. Das ist gar nicht gut. Also wir werden jetzt da von links gekommen. Und wir müssen jetzt erstmal aufs Schiff. Den Mogler hat natürlich keiner gesehen. Verstehen nur nicht, warum ich nicht bin. Aber warte mal, das ist doch... Ah ja, super. Warte mal, das war mit der Null? Ja, toll. Das Display ein bisschen falsch eingestellt. Deswegen habe ich auch nicht gesehen, dass wir mit dem Sprit so weit unten sind. Ja, kann man machen. Durch. Was ist denn das hier alle für ein Käse? Soll ich denn hier durchfahren? Ich muss ja hier durch dieses Loch. Aber das ist wahrscheinlich... Das ist wahrscheinlich dann die... Ein... Ah ja, okay, alles klar. Ich hoffe, dass hafenseitig, also da, wo wir gleich rauskommen, dass es dort irgendwo eine Tankstelle gibt. So, wir müssen nach Durres oder Durres oder keine Ahnung was. Okay, Enter. Da müssen wir hin. Aufbrechen. Gucken wir, was wir noch auf dem Tacho haben. Ach, Kinder. Das ist aber auch, ne? Stress am frühen Morgen, es ist unglaublich. Aber da ist eine Tanke. Wir gucken mal, ob wir an der Tanke vorbeikommen. Also wir fahren jetzt da runter. Da wäre eine Tankstelle. Da müssen wir aber nicht lang. Hier ist auch eine. Vielleicht schaffen wir das bis dahin noch. Wir haben noch 642 Kilometer doch noch. Naja, okay. Jetzt ausgemacht habe, weiß ich selbst nicht, aber egal. Und vor allem bin ich gespannt, ob
der Regensensor funktioniert. Normalerweise nein, ich muss diese Wischer nicht extra anmachen. Warum ist manchmal trotzdem... Ah, okay, siehste. Geht's denn hier raus? Ja, oder was? Das war mir so klar. Scheiße. Hätte ja klappen können. Mann, ja, ja, es handelt sich nur um ein paar Zentimeter gehandelt. So, jetzt müsste es aber gehen. Peinlich. Junge, eine Kontrolle nach der nächsten hier. Was vermuten die hier? Bombenanschläge oder... So. Jetzt hat es mir glatt die Sprache verschlagen. Hui, da war ein Hupel. Apotheke, okay. Da war noch einer. Es geht schön aufs Fahrwerk. Also wir müssen dann nachher erstmal in die Werkstatt. Erstmal wollen wir jetzt eine Tankstelle. Und hoffe, wir bleiben gleich nicht im Kreisel oder so liegen. Dass wir hier noch eine Notbetankung machen müssen oder sowas. Ich glaube, es könnten wir packen tatsächlich. So, jetzt nur nicht mehr verfahren. Junge, bremst doch nicht ständig. Und hier sind wir auch schon wieder falsch. Aber egal, wir kommen hier auf die Straße, wo wir ich hoffe, wir kommen hier... Ja, super. Natürlich nicht. Egal. Also heute ist eine Mogelfolge, glaube ich. Ganz ehrlich. So. Junge, Junge. Ja, dann habe ich auch schon einen Titel für die Folge, ganz ehrlich. Schade, dass man da nicht weiterfahren kann und dann hier irgendwie draufkommt. Dass da so eine Barriere drin ist. Aber wir schaffen es heute sehr wahrscheinlich noch bis zur Tankstelle. Ich könnte jetzt zum Beispiel einfach auf die Kupplung treten und dann würden wir bis dahin rollen. Aber ich glaube, das wird noch so funktionieren. Dann tanken wir noch und werden am morgigen Tag unsere Tour fortsetzen. Ich glaube, ich habe die falsche Einfahrt erwischt, aber es ist ja
Ja, genau. So, ausmachen. Und tanken. Man hört nur am... Jetzt hier, wenn du diesen Advisor nicht anhast, hörst du wirklich nur am Ping, dass du tankst oder beziehungsweise, dass der Tank voll wird. Also man muss da schon auf die Geräusche dann achten. Tank ist voll. Wir haben auch mal irgendwelche Luftsäulen oder so gestanden. In diesem Sinne, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich über neue Abonnenten. Wir gehen hier da jetzt noch ein bisschen Obst kaufen. Ich freue mich über Däumchen, Abos, neue nette Kommentare. Ist heute eine verzwackte Folge. Ich bin irgendwie nicht richtig wach oder so. Keine Ahnung. Verzeiht's. Wir sehen uns morgen dann gesund und munter wieder. Und bis dahin sei erstmal ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.